Wir schauen rund auf den Ukraine-Krieg und Russland rüstet da weiter auf. Seine neuen Atom-U-Boote sollen mit Hyperschallraketen des Typs Zircon ausgestattet werden. Das bestätigte nun der größte russische Schiffbauer. Die Zircon habe eine Reichweite von 900 Kilometern und könne sich mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fortbewegen. Ja, und unterdessen gab es auch in der Nacht in weiten Teilen der Ukraine wieder Luftalarm. Unter anderem griff Russland die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Raketen und Kamikaze-Drohnen an. Mehrere Explosionen waren zu hören, die Luftabwehr wurde aktiviert. Früh morgens am Bahnhof in Kiew. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Krieges reist der deutsche Bundesfinanzminister in die Ukraine. Lindner spricht heute unter anderem mit Präsident Selenskyj. In meinen Gesprächen heute werde ich auch ein weiteres Mal unterstreichen, wie ich und natürlich die Kolleginnen und Kollegen und der Bundeskanzler das bei anderen Gelegenheiten ebenfalls getan haben, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, Schulter an Schulter. Dieses Land begleiten auf diesem Weg. Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Wie Deutschland konkret die Ukraine weiter unterstützen wird, das wollte Lindner noch nicht mitteilen. Auch zu einer möglichen Lieferung von Taurus-Waffen wollte er sich erstmal nicht äußern. Warten Sie da mal die Pressekonferenz später ab, okay? Unterdessen wurde die Ukraine in der Region Cherson am Abend wieder in Beschuss genommen. 7 Zivilisten sollen bei den Angriffen getötet worden sein, darunter ein Baby, mindestens 15 weitere wurden verletzt. Präsident Selenskyj kündigt in seiner täglichen Ansprache Vergeltung an. Jeder vernichtete Besatzer, alle verbrannten russischen Fahrzeuge, Feuer in ihren Hauptquartieren und Lagerhäusern, all das beweist, dass wir kein Verbrechen Russlands unbeantwortet lassen werden. Seit mehr als 17 Monaten kommt auch die Region Odessa nicht zur Ruhe. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe ist die Region am Schwarzen Meer mit Raketen und Kamikaze-Drohnen angegriffen worden. 3 Menschen sollen durch die Einschläge verletzt worden sein. Außerdem gab es Warnschüsse auf einen Frachter in Izmail. Ein ukrainischer Berater schreibt auf der Plattform X: Das ist eine klare Verletzung des Seerechts. Die Ukraine wird Schlussfolgerungen daraus ziehen und die bestmögliche Reaktion wählen. Besonders schwer ist die Lage in der ukrainischen Stadt Sumy. Alleine dort wurden innerhalb eines Tages 144 Explosionen gemeldet. Mindestens 21 Mal sollen russische Truppen die Grenzstadt mit Mörsern und Artillerie beschossen haben. Aber auch Russland wird vermehrt angegriffen. In Belgorod sollen 2 ukrainische Drohnen abgeschossen worden sein. Häuser und Autos wurden zerstört. Tote oder Verletzte soll es laut russischen Angaben nicht gegeben haben.